Am Anfang schaufelten in Simbach und Umgebung jeden Tag hunderte Helfer Schlamm und kämpften gemeinsam gegen die schlimmsten Schäden. Seitdem sind 10 Wochen vergangen und vieles ist anders geworden. Die Caritas betreibt noch immer ihren Warenladen Fluthilfe. Doch es wird immer schwieriger, die Regale zu füllen. Natürlich sind wir weiter auf Spendenbereitschaft angewiesen. Nur wir müssen jetzt ganz andere Schritte gehen, ja, gezielt Firmen ansprechen, die noch vor 4 oder 6 Wochen auf uns zugekommen sind, ohne unser Einwirken und gefragt haben, was braucht ihr im Warenladen Fluthilfe. Das hat sich jetzt umgekehrt. Ja, wenn man jetzt gezielt auch auf Firmen zugeht, und dies geht in aller Regel nur über persönliche Netzwerke, dann wird oftmals, kommt die Frage, ja Moment mal, ja, die eigentliche Flut, die ist jetzt schon seit vielen, vielen Wochen vorbei bzw. geschehen und wird denn tatsächlich jetzt noch immer entsprechende Utensilien, entsprechende Waren benötigt? Die Antwort auf jeden Fall. Nächste Woche soll die Großspende eines Drogeriemarkts eintreffen. Dringend gebraucht werden auch Bauwaren und Farben. Doch oft reicht das, was kommt, nicht für alle. Dann bemüht sich das Team, so gut es geht, um Nachschub. Wir kaufen alle Tag ein, wir kaufen alle Tag noch. Und ja, und Mittag ist nichts mehr da. Am gefragtesten sind Hygieneartikel. Hauptsächlich Seife oder Shampoo. Oder natürlich Waschmittel. Manchen kann man es nie recht machen, sagt sie. Aber die allermeisten Kunden sind dankbar. Und wenn man da reinkommt, wird man so nicht behandelt. Weil es ist schon schwierig, wenn du plötzlich nichts mehr hast, das, was du eigentlich nicht gewohnt bist. Für viele ist ohnehin eher die Bürokratie das Problem. Die Anträge, die dauern zu lange, bis die bearbeitet werden. Information ist auch nicht so schnell, dass es geht rein nur Simbach, erfahrt alles am 1. So wie Anzenkirchen trifft dann die, wo auch betroffen haben, die erfahren es irgendwo zu spät und das gehört geändert. Die Mitarbeiter bekommen die Sorgen und Ängste mit. Hier wird nicht nur Ware ausgegeben, sondern zunehmend in den letzten mindestens schon 4 bis 6 Wochen kommen jetzt zunehmend auch Personen und wollen einfach reden. Ja, reden, ihre Probleme im wahrsten Sinne des Wortes ablassen, nach einer gewissen Schockstarre, die in den ersten Tagen und Wochen der Flut war, ist jetzt die Naturkatastrophe tatsächlich für die Betroffenen in ihrem eigenen Kopf angekommen. Dabei gerät jeder mitunter an seine Grenzen. Aber fürs Reden und Zuhören ist Zeit. Das stärkt die Nerven, auch für die Baustelle und für die Anträge.